In wenigen Tagen ist es soweit. Das neue Set Lost Origin oder Verlorene Ursprung kommt bei uns auf den Markt. Wir schauen uns heute an, was sind die Top 10 Karten vor Release des Sets. Und ja, ich bin gespannt, was wir dabei haben. Let's go! Ja, ich freue mich mega. In ein paar Tagen ist es soweit. Wir haben das neue Set bei uns auf dem Markt und es sind natürlich wieder einige Chase-Karten dabei, wie wir gleich sehen werden. Vorab, ich habe die letzten eBay-Verkäufe als Preise hergenommen. Ist es recht instabil, es gibt natürlich noch nicht so viel auf dem Markt, deswegen denke ich, dass die Top 10 in ein paar Tagen, in ein paar Wochen anders aussehen wird als heute. Aber soweit mal der Stand vorab und ich denke, die Top-Karten werden auch weiterhin die Top-Karten bleiben. Starten wir rein auf Platz 10 und ich finde sehr weit hinten haben wir das Pikachu VMAX in Gold. Ja, die Karte ist ja aus VMAX Climax schon bekannt und wie alle anderen Goldkarten auch hat sie keinen so extremen Wert. Sie geht gerade so um die 30 Euro weg. Finde ich relativ günstig, liegt natürlich aber auch daran, dass die Pullrates für diese Goldkarten relativ hoch sind. Also heißt, man hat eine ganz gute Chance, hier dieses Pikachu auch zu pullen. Ich finde es tatsächlich ganz cool, es auch in die Reihe zu stellen mit dem Rainbow Pikachu. Schaut einfach cool nebeneinander aus und ja, unser Platz 10. Auf Platz 9 haben wir das Hisuian Zoroark V-Star in Gold. Ja, die Goldkarten sowieso immer am oberen Ende der Skala, wenn es um die Preise geht. Und dieses Zoroark liegt auch knapp über 30 Euro derzeit. Ist auf jeden Fall eine Chase-Karte, wird natürlich aber noch deutlich im Preis sinken. Also das gilt natürlich generell für alle Karten. Zahlt keine Pre-Release-Preise, sondern wartet mindestens 3-4 Wochen, bis genügend Karten auf dem Markt sind. Dann bekommt ihr auch einen vernünftigen Preis für die Karten. Und auf Platz 8 das Giratina V in Full Art, die erste unserer Giratina-Karten. Ja, hier die Full Art-Version ist, denke ich, sehr, sehr cool geworden, aber ich meine, selbst die normale V-Star geht für knapp 30 Euro derzeit weg. Liegt natürlich vor allem daran, dass Giratina sehr, sehr spielbar ist, was das TCG angeht. Und ja, hier unser erster Giratina-Vertreter auf der 8. Und auf Platz 7 befindet sich unsere erste Rainbow-Karte, und zwar ist es das Aerodactyl V-Star. Ja, Aerodactyl finde ich lang keine Liebe mehr bekommen, jetzt mal wieder in einem Set dabei und ja, wir werden, ich nehme es vorweg, später natürlich noch das alternative Artwork der Karte haben, was natürlich mega genial ist und ja, aber auch die Rainbow-Karte, auf jeden Fall eine coole Karte für die Sammlung. Auf Platz 6 und damit sehr hoch, wie ich finde, hätte die Karte gar nicht so weit vorne erwartet, haben wir eine weitere Karte aus der Trainergalerie und zwar ist es das Pikachu V. Die Karte liegt aktuell ja, um die 40 Euro und ist damit richtig strong, wie ich finde. Im Japanischen ist sie, glaube ich, deutlich günstiger. Ja, weiß nicht, wie die Pullrates sein würden für die Trainergalerie. Ist ja eher eine der schwereren Karten aus der Trainergalerie zum Ziehen. Aber trotzdem finde ich 40 Euro aktuell recht happig und wahrscheinlich auch ein Stück zu hoch angesetzt für die Karte. Nichtsdestotrotz, bei eBay wird es derzeit gezahlt und somit unser Platz 6. Ja, auf der 5 haben wir die nächste Giratina-Karte, hier das Rainbow Giratina. 45 Euro kostet die Karte, ist natürlich ja mit dem V-Star-Motiv gemacht und ja, aktuell nur unwesentlich teurer als die normale V-Star-Karte. Für mich richtig crazy, also Giratina ist in dem Set einfach das Main-Pokémon und ja, von daher logischerweise auch hoch im Ranking. Ja, und weil wir noch nicht genug Giratina-Action bekommen haben, machen wir gleich weiter auf Platz 4 mit der Goldkarte. Auch hier, ja, ist eine der Goldkarten aus dem Set, das Giratina, nächstes Secret Rare auf Platz 4. Und damit sind wir auch schon beim Treppchen angelangt. Auf der 3 haben wir unsere, ich nehme es vorweg, letzte Karte aus der Trainergalerie. Und es ist das Pikachu VMAX. Unsere Character Rare Karte mit Trainer Rot und dem Fat Pikachu. Gigantisch schöne Karte, finde ich. War schon aus VMAX Climax eine meiner Lieblingskarten. Und ja, ich glaube, außer den Gala Friends
ja schon direkt dahinter, was den Wert der Karten angeht. Pre-Release-mäßig geht die Karte derzeit für um die 60 Euro, also auch nicht zu krass. Muss man generell schon mal bei dem Set festhalten, dass die Preise relativ niedrig sind, auch schon vor Release des Sets. Von daher erwarte ich keine zu krassen Money-Karten in dem Set, bis auf eine Ausnahme. Aber bevor wir zu dieser Ausnahme kommen, sind wir bei Platz 2 in unserem Silberrang angelangt und wir haben hier das Aerodactyl im alternativen Artwork. Und diese Karte ist meine Nummer 1 Chase-Karte aus dem Set. Ich finde Aerodactyl erstens ein cooles Pokémon und zweitens dieses Artwork ist einfach genial mit den ganzen Bastiodons und Cognodons im Hintergrund vor der Vulkanlandschaft. Richtig, richtig cooles Artwork. Will ich unbedingt haben. Ihr wisst ja, ich liebe alternative Artworks und Karten, wo viel los ist. Und da hat das Aerodactyl auf jeden Fall einiges zu bieten. Letzter eBay-Verkauf, 85 Euro für die Karte. Ja, da sind wir natürlich schon in Regionen, wo es ganz gut ist. Ich erwarte trotzdem, dass die Karte nochmal droppt. Ich denke, am Ende wird sie irgendwo zwischen 40 und 50 Euro liegen, ist zumindest mein Guess für diese Karte. Aber wie gesagt, mein Favorite aus dem Set und eine, die ich unbedingt ziehen will. Ja, bevor wir zu Nummer 1 kommen, vielleicht nochmal so ein paar Anmerkungen zu dem Set und ja, vor allem zu den Radiant-Karten. Die Radiant-Karten sind super low im Preis, also da scheint es auch eine ganz gute Pullrate zu geben, dass ihr ein bis zwei Karten pro Display dann tatsächlich auch bekommt. Drei haben wir insgesamt in dem Set und ja, wir haben es ja auch gesehen bei den alten Radiant-Karten. Bis auf das Glurak hat eigentlich keine Radiant-Karte einen größeren Wert und selbst das Glurak liegt derzeit so um die 30 Euro. Von daher erwarte ich mir da nicht so viel aus den Radiant-Karten und ja, wer meine Videos verfolgt, weiß auch, dass ich da die japanischen Radiant-Karten nochmal um einiges stärker finde als die deutschen. Ansonsten aber auf jeden Fall ein Set, was sich lohnen wird. Ich habe mir auch ein Display mittlerweile vorbestellt und freue mich auch richtig drauf, es dann endlich zu öffnen und vielleicht können wir auch unseren Platz 1 ziehen. Denn auf Platz 1, und ihr werdet es natürlich alle schon wissen, wer auf Platz 1 ist, es ist unsere letzte Giratina-Karte in der Reihe und zwar das alternative Artwork. Unfassbar schöne Karte, vom Design her wirklich eine 1 mit Stern. Ja, einfach nur bombastisch gut, diese Karte, und die liegt derzeit auch bei 220 Euro, was der letzte eBay-Verkauf war, und im Japanischen ist sie nochmal ein Stück wertvoller derzeit, aber ja, absolute Money-Karte des Sets und auf lange Sicht wohl auch die einzige Karte, die einen stabilen Wert halten wird. Also ich bin mir sicher, wir werden da in Zukunft nicht von 200 Euro aufwärts reden, aber so um die 100 Euro könnte sich die Karte auf jeden Fall einpendeln und ja, auf jeden Fall eine Karte, die man ziehen möchte aus seinem Display und mit der man sein Display natürlich sofort wieder refinanziert hat. Ja, das sind die Top 10 Karten, zumindest was der aktuelle Stand ist. Was haltet ihr von dem Set? Natürlich für die Giratina-Fans ein sehr besonderes Set und für den Rest, ja, ich glaube, es sind coole Karten dabei mit Pikachu, mit Giratina, mit den alternativen Artworks. Ich denke, auf jeden Fall eins der besseren Sets der Schwert- und Schildzeit. Aber lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das Set findet. Ansonsten, wie immer, gerne einen Daumen, gerne ein Abo dalassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.